Hallo Leute, wir spielen heute mal wieder Trials. Und zwar, wir sind heute alle voll nett und spielen heute tatsächlich ohne Gamepad, habe ich gehört. Obwohl, Basti und Schrammo bin ich mir nicht so sicher. Warum das denn jetzt schon? Warum ist Fred ist der Schlimmste von uns? Weißt du, ich bin der Glaubwürdigste und mir wird ja nicht geglaubt. So eine Scheiße, immer die Fred Frau, ist der Schlimmste von uns? Ja, klar. Hast du schon mal deinen Namen angeguckt? Boah. Wie ging denn das nochmal mit? Ich habe ja am Anfang auch immer mit Tastatur gespielt. Ja, ich ja auch. Ja. Ja, das kommt man dann hier hoch. Ja, wir spielen jetzt alle quasi, wir sind jetzt alle genauso behindert wie Mia. Ich war gerade schon einmal oben, Freunde. Ich war auch schon mal weg, aber da ist ja, du hast ja jetzt auch den klaren Vorteil. Jetzt habe ich den Vorteil, das stimmt. Aber ist noch gut. Ja. Oh. Hier ist kein Checkpoint, ey. Nee, ist nicht. Hier ist kein Checkpoint. Aber dafür kommt man, wenn man es einmal richtig schafft, ganz schnell zum Ziel, habe ich gesehen. Also mault euch. Nee! Ich bin gerade total unschlüssig, wie ich einen Bunnyhop mache, ey. Hier ist immer noch es gibt komplett keinen Checkpoint, so eine Kacke. Nein. Aber wieso ein Bunnyhop? Das machst du doch mit nicht anders als mit dem Dingens. Natürlich. Was ist denn hier? Was macht denn hier so ein Geräusch, ey? Ich bin's nicht. Das ist das Gamepad, was da hinten rumliegt und rumvibriert. Tatsache, ist es wirklich. Ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so ist. Ich habe das dafür extra auf das Sofa gelegt, damit man das nicht hört. Das ist so tut doch nur so. Ihr nein. Macht das extra schlecht. Ich glaub euch nicht. Nein, hier, du kannst es hören. Das ist das die Tastatur, ganz eindeutig. Leute, glaubt ihr denen? Schreibt doch mal in die Kommentare. Genau, ey, wenn die sehen, wie ich fahre, dann glauben die mir. Und gebt einen Daumen runter, wenn ihr nicht glaubt. Oh, das sieht gut aus hier. Oh Mann, ey. Wie kacke er. Oh, da sind die Ellenbogen gebrochen. Ey. Also ich komme nur bis hier, ne? Schrammo, du fährst aber mit Gamepad, oder? Nein. Ich glaub dir nicht. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Das ist schlimm, ja, misstrauisch, ihr alle seid. Das ist hier nicht Trouble in Terrorist. Wie kommt ihr denn eigentlich da? Ich komme das erste Ding da nicht hoch. Nope. Hallo Frau Maus, hallo Herr Schramm. Ja, tschüss. Nein. Nein. Hallo. Wie soll man denn da hochkommen? Ja, langsam und vorsichtig. Ja. Du fährst so ein bisschen nach vorne, dann legst du dich so. Nee. Und dann machst du so. Und dann kommst du nicht hoch. Und dann resettest du dich. Und dann machst du das Ganze nochmal. Und dann bist du oben. So. Ne? Genau, dann stehst du hier. Ich guck mal, was hier los ist. Tschüss. Tschüss. Oh, ich crash. Und bei dem Ding bleibt man einmal kurz stehen, rollt ein bisschen zurück, lebt zurück, gibt Gas und springt. Ja, das kriege ich auch hin. Aber vielleicht solltest du öfter mal mit Tastatur spielen. Nee. Ihr solltet, bist du jetzt mit Tastatur besser als... Nein. Ihr seid schlechter. Wir sind schlechter, ja. Gib mir bloß kein Lob hier, ja? Ich bin immer noch genauso scheiße wie vorher. Also ich bin nicht schlechter, ich spiele genauso schlecht wie vorher, denn bei mir hat sich ja, nicht du bist ja auch ein Mädchen, bei dir zählt das nicht. Du bist immer schlecht. Hier gleich meine Haare bürsten. Das Ding ist mies, Fred, ne? Ja, ich hab gerade ein Salto gemacht. Ich hab's gesehen, also ich hab mir gedacht, bei dem, was du gemacht hast. Nein. Oh, ja. Basti, du hast es geschafft? Ja, das ist schon das zweite Mal, dass ich es geschafft habe. Aber soll man da wirklich darüber auf die. Man muss doch den Karton drauf? Karton? Diesen Ding, diesen Stahlkarton. Das ist nicht so schwer, du darfst nur auf das erste nicht so schnell. Nein! Fahren. Boah, ist das kompliziert, wenn man immer direkt Vollgas gibt und direkt voll sich nach vorne lehnt und so. Du bist richtig retro jetzt, ne? Ja, ich fühle mich wie in den 70ern. Oh. Für mich war Retro 90er. Retro. Für mich sind 90er Retro. Ja, klar. Ich habe das damals jetzt auch nur so gesagt. 90er. In den 70ern war ich ja auch noch nicht geboren. Da war ich noch nicht mal gezeugt. Da war ich noch nicht mal ein Gedanke im hohen Sack meines Vaters. Ein Gedanke. Meine Mama sagt immer, da war ich noch im Grünkohl. Wie süß. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. So eine kleine Biberfamilie. Und Schrammo ist ein kleiner. Aber wie kommt man von Grünkohl auf Biber? Ja, ich weiß es auch nicht. Was haben wir jetzt Flatulenzen damit zu tun? Flatulenzen halt. Du meinst, ich war da noch scheiße? Glaub mir, jetzt bin ich heute auch noch. Nee, aber nur in der Schule. Nee. Wow. Basti, du musst auf dir genau stehen bleiben, bisschen zurückrollen, okay. dann schaffst du das. So, komm, wir fahren jetzt zusammen hier rüber, Schrammo. Nein! So. Ich bin noch hier hinten. Bin noch gar nicht da, Fred. Ich meinte ja auch Basti. Nein.
So. Die ist so kurz, die Strecke, ne? Ja, ja. Ja, ja. Wie springt man ab hier eigentlich? Alte 4. Der Taste. Shit. Schrammo ist schlimm. Schrammo ist so ein richtiger LOL-Spieler, ne? Die ganze Zeit nur am Trollen. LOL? Du spielst doch immer LOL. Ich ja, sehe das doch auf Twitter. Mach ich auch. LOL ist toll. Und die Leute, die da spielen, sind scheiße. Das ist doch so. Ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich mich zurücksetzen wollte. Was war denn das gerade, Basti? Das hey, habe ich auch schon mal gemacht. Früher. Damals. Dass du deine Finger noch nicht so unter Kontrolle hattest. Genau, mittlerweile habe ich die unter Kontrolle. Bist du kein Langfinger mehr, sondern ein Kurzfinger. Ach, das gibt's doch nicht. Ich hasse die Tastatur. Ich auch. Du bist doof, Tastatur. Bei 10 Minuten hole ich das Gamepad raus. Und dann verkackt er noch mehr, ich sehe schon kommen. Ich finde es wirklich nicht schwer, den Anfang hier. Das Problem ist mehr da hinten die Kiste. Ja, ja, die Kiste da hinten ist das Problem. Den Anfang kriegt man hin. Ja. Hallo, Frau Maus. Nein! Das war ein guter Ansatz. Ah, Moment, Frau Maus steht bei mir die ganze Zeit wieder am Start. Oh. Was, hier ist so eine Kiste? Nee! Ja. Oh, hallo, Basti, bist du jetzt auch endlich mal angekommen? Ich sehe Frau Maus nicht. Frau Maus bei mir immer am Start. Nee. Wow! Das war schön. Ich verstehe echt nicht. Bei dir und Fred habe ich einen Stecker. Das ach, das, ist sein, das geht bestimmt gleich erst wieder. Wir kennen das doch schon. Ich habe mir ja neu gejoint und sowas, weil ne, Dinge sind ja geschehen in der Pause. Ja. Seit den letzten paar Tagen. Yep. Jetzt wird es episch. Ich mache jetzt das. Vielleicht muss man da vollgasmäßig so. Oder man muss. Das war kacke, das war kacke. Jetzt komme ich nicht mehr hier am Anfang hoch. Was ist denn hier los? Basti, ich bin jetzt du. Nein, das ist doch das ist frech! Wie fühlt sich das so an? Das wollte ich immer mal fragen. Und ziemlich fleischig. Dann müsstest du doch am besten wissen eigentlich. Nee, eben. Ich bin mir immer so unschlüssig. Also wärst du ich, würdest du die ganze Zeit nur schreien. Nee, hat du doofer. Du bist wohl ich. Das war kein Schrei, ne? Manu. Das mit der Kiste finde ich echt gemein. Oh, jetzt wollte ich. Ja, ne? Da steht extra dabei Only Keyboard Map und dann wieder eine Kiste. Da stand nicht Only Keyboard Map. Ach so. Oh, diese Holzkiste, die ist kacke. Steht denn die alte Holzkiste noch? Ja, ich bin ständig bei der Kiste. Okay. Super. Holzkiste noch. Ach ja, stimmt. Super Fred. Ganz vergessen. In Not, eine Kiste versperrt deinen Weg. Keine Sorge, ruf einfach nach Super Fred. Super Fred. Komm zu dich geflogt. Jetzt muss ich einen, wie hieß er? Da gab es noch den 90. Super Richie, genau. Komm zu dich gefliegt. Richie. Ja, komm zu dich gefliegt. Wie geht das denn nochmal? Das Lied? Super Richie, komm zu dich gefliegt. Nee. Völlig losgelöst von. Ach nee. Genau. Ich hatte die Maxi-CD, hatte ich davon mal. Super Richie. Wir haben dazu mal in der Schule getanzt. Oh Gott. Oh Gott. In der Schule. Okay, pass auf. Es folgt eine peinliche Geschichte aus Schrammos Jugend. Wo wir keiner Thema will deine wird. Peinlichen Geschichten okay. hören. Los, okay. erzähl. Okay. Nee, nee. Doch, erzähl. Jetzt komm ich. Ist vorbei. Ah. Ist vorbei. Schrammo, ich möchte gerne wissen, was du uns zu sagen hast. Nee, ich wollte mich gerade bloßstellen, selbst und sowas und mich blamieren und all so Kram, aber das habe ich ja schon mal gemacht damals. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Bitte. Das tut mir leid, Schrammo. Nee, ist Game Over. Fred, weißt du, du verkackst es immer. Oh, jetzt, nee, ich will jetzt Fred als Schuldigen darstellen, deswegen mache ich das auch. Hm. Aber Schrammo. Muss Fred jetzt eine peinliche Geschichte erzählen aus der Jugend? Der hat doch gar keine Jugend gehabt. Doch. Basti hatte keine Jugend. Ja. Also, ja. nicht in unseren Augen. Ich bin mit 30 nicht geboren in die Welt geschissen. Bist du gemein. Ja, sag ich doch. Fred ist voll das Arschloch. Schreib mir in die Kommentare. Nein, das war ein Filmzitat. Ich sehe schon, komm, gleich hassen sie alle mich. Schrammo, Alter, warum? Du warst die ganze Zeit weg. So gut, dass du wirst du weg. Jetzt bist du wieder da an. Direkt alles wieder wird rumgeflucht, beleidigt sich jeder und alles. Geh wieder LOL spielen, du Noob. Ja, ich sehe die Kommentare schon. Geh wieder LOL spielen, du Noob. So. Schau mal, erzähl jetzt deine Geschichte, komm. Oh Mann, ey, das war halt.
also, weißt du, so AGs und sowas, Arbeitsgruppen und so ein Blödsinn musste man ja nehmen, ne? Mhm. Und da gab es da irgendwann halt auch mal eine Tanz-AG und so. Und da war damals bester Kumpel und ich, wir dachten, wir sind cool, nehmen wir die Tanz-AG. Und wir waren halt die ganzen Chicks sind, ne? Ja, pass auf, wir waren noch die beiden einzigsten Kerle in der scheiß Tanz-AG. Weil wir hatten bloß noch mal die ganzen Zettel zu Ende lesen sollen, weil da stand nämlich unten, dass am Ende dieser ganzen, dieses Schuljahrs, halt die Tanz-AG halt vor der ganzen Schule halt auf der Bühne rumtanzen muss, ey. Und der Penner war krank an dem Tag und ich stand alleine als Kerl auf dieser scheiß Bühne, ey. Schön. Ach, er war wirklich krank, aber trotzdem. Halb so schlimm. Nein, für mich damals war es derbe peinlich. Das haben wir zu... Welche Klasse war das? So 5., 6., 7. Nee, oder schon später. Ja, 7., nee, vielleicht 9. oder so, glaube ich sogar. 9. ist schlimm. 9. oder 8. ist doch nicht mehr peinlich. Sowas. In der 9. ist man doch schon... Du weißt nicht, wie meine Jugend war. Das war super peinlich. Ihr seid ja Jungs, bei euch fängt das ja später an. Ja. Nee, bei mir hat das ab 9. Klasse aufgehört. Bei mir fing es in der 5. an, da war alles peinlich und so. Was hat eigentlich... Achso. Nee. Oh. Nee, hab gar nicht. In der 5. wart ihr noch Kinder? Ja, natürlich. Da durften wir noch Kinder sein. Ich bin jetzt noch ein Kind. Ha, warum bin ich denn da gestorben? Warum darf man in der 5. Klar ist man in der 5. noch ein Kind. Da ist man, wie alt ist man denn da? Oh, fast geninjert. In der 5. ist man 11, ja. Das kannst du sagen. Definitiv noch ein Kind. Ja, aber damals hier Frauen macht was falsch. Ich wollte gerade sagen, als Mädchen. Nur weil du schon mit 12, mit 12 schwanger warst. Mit Fred. Da habe ich gerade mal erstmal einen Penis entdeckt. Den habe ich bis heute nicht gefunden. Was, weil du nur so fett bist, dicke Sau. Verdammt, man kann nicht ins Ziel springen, weil da so Dinger sind. Ich glaube, wir haben ein Problem. Da kommen wir noch 4 Strecken. Aber ich glaube, diese eine Stelle ist echt gemein. Ich hole mal einmal ganz kurz den Controller. Ja, wo läuft er denn hin mit seinem Controller, ey? Er hat ihn doch auf die Couch gelegt, hat er doch gesagt. Die Couch liegt hier neben mir. Vor das Loch. Die Couch liegt neben mir. Und der Controller steht... Oh, reden, Zunge, alter Falter. Und der Controller steht drauf. Okay. Ja, das Ding ist, du hast jetzt die ganze Zeit mit Tastatur gespielt und kannst jetzt nicht mehr mit Controller spielen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Was ihr alle nicht glaubt. Es ist Fred. Oh, es ist Fred. Das heißt, Fred kann alles. Super Fred. Genau. Jetzt oh Gott, ey. Warum komme ich... Warte mal, warum komme ich mit Controller da zurück, aber mit Tastatur nicht? Wobei ich doch jetzt auch nur... Das gibt's doch nicht. Wie zurück? Ja, wenn man das Vorderrad zwischen... Also das in die Lücke zwischen den beiden Kisten hat. Weißt du? Was ich meine. Jetzt wird's Ninja-mäßig. Alter Falter. Wenn ich das Vorderrad in der Lücke habe, ey. Ich denke immer nur so, hey, ich habe ein Vorderrad und da ist eine Lücke. Das war's. Das ist alles, was du denkst? Ja. Hey, ich habe ein Vorderrad und da ist eine Lücke. Nee. Wie soll man das denn machen? Tilt. Diese Kisten sind echt kacke. Die sind weiß. Wer weiß, die Kisten sind nicht das Problem. Das Problem ist die große Kiste dahinter. Ja. Gut, aber das hängt durch ja zusammen. Die Kisten davor. Parauts. Jetzt kommt hier richtig Speed. Speed. Mit Vollspeed in die Wand. Ich will noch die anderen Strecken sehen, weißt du? Deswegen. Ich glaube, das wird schwer, Fred, vorlaut. Vor allem nach dem, was du gesagt hast vor dieser Folge. Was mache ich denn hier? Was habe ich denn gesagt vor dieser Folge? Dass wir diese Folge ein bisschen kürzer machen. Nee, das war die letzte. Bist du besoffen? Sau! Wer ist besoffen? Wer ist besoffen? Ich bin auch mal. Achso, das war eher, wer ist besoffen? Wen kann ich leichter abschleppen? Hoppa! Fred, oh, schön. Oh, hä? Mia ist ins Ziel gefahren. Sehr gut, ich lege meinen Controller wieder weg. Gefahren? Ist gesprungen? Warte, nee, einen Moment. Ich springe auch ran. Wirklich? Ja. Es hat funktioniert. Voll gut. Ich bin auch abgesprungen, aber da war dann dieses Metallding, das in der Luft schwebt. Ja, bei mir auch. Und dann den Rest bin ich auf dem Boden rumgerobbt. Ach so. Ja, hallo. Cheater. Guck mal, wer im Ziel ist. Hallo. Voll die frech. Cheater. 10 Punkte für Miss Mia. So, wo muss man draufdrücken, damit es weitergeht? Enter. Ja, sehr gut. So. 27 Jump Street.
Ich habe gerade meinen Controller so hingelegt, dass der eine Stick die ganze Zeit gedrückt war. Das war nicht so gut. Das habe ich ihn umgelegt. Also getötet. Also nicht umgelegt, nicht im Sinne von getötet, sondern... Jetzt hast du es dir zwischen die Beine gedrückt. Oh, fuck, was war das? Was machst du denn da? Ich weiß es nicht, was das war. Nee! Ich habe schon wieder einen Screenshot gemacht. Hep. Dann bin ich am Anfang. Wer fährt denn da? Da ganz vorne? Ich glaube, das ist jemand mit langen Haaren. Ich habe gerade lange Haare. Ist doch hinter mir. Echt? Hast du? Wie cool. Ich habe gerade extrem lange Haare. Also nicht so lang, aber... Aber so lang. Ja, ich war schon ewig nicht mehr beim Friseur und das nervt mich gerade. Nein! Ich war letztens beim Friseur. Nee, die gehen mir nicht. Das sind keine knielangen Haare oder so, sondern... Ach so, ich dachte so richtig cool. Ich komme da nicht hoch. So Metal-cool halt. Nee. Die sind einfach... Ich hab ja so ein bisschen so krause Haare. Und dadurch geht das auch bei mir überhaupt gar nicht. Also wenn, dann müsste ich so eine Lockenpracht haben. Ach so, süß. Also ich war letztens beim Friseur. Normalerweise schneidet er halt selber das da. Und er konnte aber halt nicht, weil so viel zu tun war. Dann kam halt seine Kollegin, hat das bei mir halt geschnibbelt. Hä? Und dann fragt sie mich halt, wie kurz das sein soll. Und dann gucke ich ihn an und sag nur so, wie kurz machst du das sonst? Und dann hat er nur gesagt, zu kurz, du kommst zu selten. Ja. Das ist hier ganz schön kacke. Ja, dieser Sprung mit den Stacheln am Ende, ne? Ich glaube, das ist nicht machbar, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht so. Wenn ich einen Bunny-Hop mache. So, es geht doch. Ich musste gleich abspringen. Ich musste mich die ganze Zeit zurücksetzen. Komm schon! Ich bin aber nicht gekommen. So, da unten stehen sind aber Schilder. Ich guck da mal drauf. Wartet auf mich. Ich komm und mach das für euch. Da muss man ganz schnell sein, steht da. Warte, ich geht nicht. Kann man hier die Dinger einfahren? Ah, muss bestimmt rollen. Ja, habe ich auch schon probiert. Ach so. Oh, dann komme ich weiter. Komm ich rüber. Get on my level. Habe ich auch gemacht mit dem Rollen. Ich bin der Schlaueste. Was mit dem Rollen gemacht? Aber vielleicht habe ich am Schluss nochmal Gas gegeben. Hip da. Keiner ist so ein Skiller wie Schrammo der Killer. Okay, wenn ich nur rolle... Schrammo ist einfach ins Ziel gefahren. Klar. Wenn ich nur rolle, komme ich genau... Mist. Bist du dann über die Ja, ich bin so richtig smooth rübergeglitten. My honor. Saudi-Arabien, ey. Die Sven jetzt in Afrika. Nee, ich dachte zuerst, er will irgendwie hier My Heart Will Go On anstimmen, aber dann hat er es auch nicht getan. Bazzi. Und das hier mit Tastatur. Tastatur. Wow. Stimmt, ihr fahrt ja mit Tastatur noch. Du doch auch. Ansonsten wäre die Strecke davor auch schneller zu Ende gewesen. Meinst du? Schätzchen, das kannst du aber glauben, wa? Da kannst du aber ihn drauf lassen, ey. Da hätte er mal so richtig den Joypad durchgedrückt, ey. Was? Spaßpaddel, ey. Spaßpaddel? Spaßpaddel. Ach fuck, das ist ja kacke jetzt. Bubi Goldberg. Wer läuft denn da durch die Gegend? Nein! Oder ist immer noch Bastis Controller? Habt ihr das nicht gehört eben? Der ist immer mein Controller, ja. Achso, der schätzt ja, wenn er hinten durch den Raum hüpft. Wo hast du den hingelegt? Auf dem PC. Das ist mein Beweis, dass ich mit Tastatur spiele. Nee, nicht wupp, sondern babam, babam, hab ich gerade gehört. Ja, das macht die ganze Zeit babam, babam. Da schon wieder. Was? Echt? Ja. Ja, Mia muss sich jetzt auch bald einen Controller kaufen, wo sie das gehört hat. Ja. Das hört sich so an. Solche Schläge, solche Stöße. Und dann fährt sie aber trotzdem mit Tastatur und nimmt den Controller in den Mund. Er hat Mund gesagt. Wer ist ans Ziel gefahren? Das war Frau Mautz. Da hört man immer nur... Ich finde es ja wirklich witzig, dass es wirklich anscheinend damit zu tun hat, dass ich wirklich mit der Tastatur und ihr wirklich mit den Joypads fahren. Nee. Kauf dir bitte keinen. Das kommt jetzt nur so vor, ne? Da, da, da. So, jetzt kommt auch noch eine schwere, ne? Mhm. Die schaffe ich. Ich mach euch das vor, wie das geht. Pass mal auf. Mia hat 20 Punkte. Ich hab zweimal gewonnen. Die kann überhaupt gar nicht mehr eingeholt werden. What the fuck, ey? Sein ist jetzt so eine Supercross-Strecke. Nee, ist es nicht. Gott.
Heralds Cookie. Oh, jetzt ein Keks. Bonk. Bonk. Der Computer. Nee. Och, Manu, ey. Och, Schrammo, ey. Oh, hey. Voll konzentriert, ey. Ey. Yo. For show. Oh nein, 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 nein. Oh, wie gemein. Da ist ja Sprengstoff. Nein! Da ist Sprengstoff. Wo ist Sprengstoff? Geht ja noch. Du. Wahrscheinlich. Ja! Ja! Da ist Sprengstoff. Ja! Wow! Harishakasa! Hab ich gegen das Mikro getreten. Nein. Was, man muss wieder von vorne anfangen? Ich glaub den nicht. Der Anfang ist noch nicht schwer, Leute. Nee, der ist nicht schwer. Da bin ich auch schon lange drüber hinweg. Ich finde den Anfang hier wirklich nicht so schwer. Da ist ja Sprengstoff. Ich hab mich trotzdem hingelegt. Oh Mann. Ich bin auch schon lange drüber hinweg, wie über meine letzte Ex-Freundin, ey. Ja, letzte Ex-Freundin? Ja. Oh, ich hätte so gern eine Ex-Freundin. Oh, du kannst meine haben. Willst du sie bestrafen oder was ist da los? Das passt jetzt irgendwie gar nicht so in mein Bild, dass Fried meine Freundin hatte. Was ist denn, warte mal, was das ist Problem denn ein ist, Bild von mir? Na, ihr Bild ist halt, dass bei dir ins Bild halt keine Frau mehr reinpasst, weil du das komplette Bild schon ausfüllst. Das ist halt ihr Bild von dir. Oh. Aber das ist ihr Bild, nicht mein Bild. Das Bild ist so ein kleiner Dimitar. Ja. Oh, da gehört? Oh nein. Fred ist ein Unschuldiger, denken alle Frauen. Fred ist eine gute Masche. Musst du weiterbringen. Ich wollte gerade sagen, es ist so. Musst du einfach weiterbringen. Ich war ja früher auch noch ein Weiberheld, als ich noch so drauf war. Ich bin so süß. Was? Brüste? Was ist denn das? Darf ich mal sehen? Genau. Wie die Schwulen, die dürfen ja auch immer anfassen. Oh, echt? Oh. Nee, ist tatsächlich so. Ich du warst auch mal schwul und ja, genau. Das ist auch eine Phase von mir. Gehst du auch immer und du behauptest dann immer, dass du auch schwul wärst, oder was? Ja. Er ist ein Süßer und schwul. Ein Schwüler. Ein schwuler Süßer. Nein! Wer ist denn da bei mir? Bei dir? Das bist du, Schrammo. Hi. Habt ihr die Wand gesehen? Alte Kakerlacke, du. Welche Wand? Ich bin bei der Schiene. Nee, da ist auf einmal so eine Wand geradeaus. Oh, was ist denn das für eine Schiene? Fred, das ist dir hinten um eine böse Schiene. Die geht. Oh. Nee, die ist böse, nee, ne? Da ist ja ein Checkpoint. Ich hab die ist richtig böse, die Schiene. Kriegt. Nö, hab ich nicht. Nee. Aber ihr kriegt mich ja auch nicht mehr. Hast du nicht gekriegt. Ja, ein blöder Controller, ey. Boah, das ist jetzt natürlich echt knifflig. Oh, knufflig? Ja, die Schiene ist voll knufflig. Au, au. Oh, Fred ist so süß, ey. Ich bin dafür, dass eure talentierten Zuschauer einfach mal ihre Vorstellung von Fred in Form eines selbstgezeichneten Paint-Bildes posten in die Kommentare. Ihre Vorstellung von Fred. Oh, das wird jetzt aber gemein. Wieso? Wieso? Das machen die, nicht ich. Wieso wird das gemein werden jetzt? Also Moment mal. Das werden richtig knuffige Bilder, siehst du? Nein, ich bin abgesprungen. Verdammt. Ich denke schon, dass Fred ein Süßer ist. Der ist er ja auch. Fred hat Löckchen, hallo? Löckchen. Kann er nicht süß sein. Ja, ich habe auch Löckchen. Vielleicht auf dem Kopf, ja? Ich bin auch ein Süßer. Basti. Was denn? Wenn Löckchen... Passier dich gefälligst. Nein. Gar keinen Fall. Ich habe da mal. Ich hab den Checkpoint. Dop. Ah, ich will da hoch. Oh, nein! Ja! Nee! Urk fand ich gut. Okay. Was mit den Schienen ist ja interessant. Das ist scheiße. Vor allem diese letzte Bitch-Schiene hier. Bitch-Schiene? Bitch-Schiene. Bitch. Base. Base. Drop Base. The bitch. Au! Du Penner! Es hat einen kleinen Moment gedauert. Drop the bitch. Wäre lustig, war echt erstmal ja! Base. Er hat die Bitch gedroppt. Noobs! Er feiert voll. Yeah!
Ich stelle mir den Fred gerade vor, wie er da als, auf der Straße DJ feiert und sie liegt da unten. Yeah, yeah, sie ist gedroppt. Touchdown! Auf den siebten Stock. Wie habt ihr denn jetzt zur Schiene gemacht? Gar nicht. Bis jetzt gar nicht. Die hat nur Fred gemacht. Ich verrate es dir aber nicht, Mia, weil du immer so lästerst. Ja. Genau. Ja, hinter meinem Rücken. Das kriege ich nie mit. Was? Fred, du bist wirklich über dich am wenigsten läster. Komm schon! Natürlich läster ich niemals, aber über dich am wenigsten. Ah. Über mich lästert sie immer, das weiß ich. Ja, natürlich. Tust ja auch. Scheiße, Schramme. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du letztens die Geschichte vom Schrammo gesehen, als er das eine getan hat? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja... Der ist so der peinlich, macht doch mal Dinge, ne? Also, ja, der ist so nicht peinlich, ey. Und seine Schuhe. Seine Schuhe. Ich muss echt mal neue Schuhe kaufen. Aber Schuhe... Dahin, nee, Schuhe und Brillen. Ich brauch unbedingt so eine neue Brille. Super dringend. Aber ich finde einfach keine Brille, die mir gefällt. Und kauf bei Schuhen einfach mal was Cooles. Ja, und bei Schuhen ist es genau dasselbe, weißt du? Bei Schuhen ist es genau dasselbe. Ich will mir Schuhe kaufen und ich finde nie welche. Nein. Die sehen alle kacke aus. Männerschuhe sind aber auch schwierig, finde ich. Entweder sehen sie total nerdig aus oder viel zu schick oder viel zu sportlich. Ja, Schuhe sind kacke. Genau wie Brillen. Und Kontaktlinsen habe ich auch versucht. Aber ich krieg's einfach nicht fertig, mir im Auge rumzufingern. Echt nicht? Weißt du, sonst ja überall, aber nicht im Auge. Reinmachen finde ich nicht schlimm. Das ist schön. Aha. Ja, das ist wirklich schön. Sonst ja überall, aber nicht ins Auge. Das kann das ich. Ist, das ist Trainingssache. Schau mal, du musst einfach mal jeden Tag dir auf den Augapfel fassen. Nee. Dann kannst du auch irgendwann dir Kontaktlinsen einsetzen. Das geht einfach nicht, weißt du? Mein Finger stoppt automatisch. Ich kann das nicht. Da hast du es mal am Rand versucht erstmal? Du musst ja nicht direkt von vorne. Ja, unten im Auge kann ich mir rumfingern, aber ich muss ja aufs Auge. Nee, du fasst ja nicht aufs Auge, das ist ja was zwischen. Ich fass aufs Auge. Nee, wenn du musst, dann machst du es falsch. Du hast doch eine Kontaktlinse in der Hand. Ja, aber außerdem setzt du die unten an. Du setzt sie ja nicht direkt aufs Auge. Ist mir scheißegal. Ich mach das so. Du setzt sie schon direkt aufs Auge, aber nicht direkt auf die Pille. Ich hab die Iris. Ich hab gar kein Problem damit, mir aufs Auge zu fassen. Du merkst ja auch nichts mehr. Ja, klar. Du merkst ja auch nichts mehr, Kollege. Wie bitte, was? Siehst du? Also Fred, ich zücke meinen Hut. Du zückst ihn. Hier, siehst du mein wie so ein Messer. Wie sagt man das? Rolle ihn zusammen und schiebe ihn dir. Ich ziehe meinen Hut vor dir, dafür, dass du das mit den Schienen auf der Tastatur geschafft hast. Und rücke vor auf B4. Und du Epischer. Du cool. Epischer. Also langsam wird es echt ein bisschen viel. Erst ist er süß, jetzt ist er episch. Und später ist er noch Legendary. Komm, ich liege immer, ich knall immer mit dem Kopf genau vorm Checkpoint hin, wa? Aber weiter reicht es noch nicht. Echt, du kommst da hoch? Nein, ich bin doch nicht mal bei euch. Ach so. Dieser Kack-Checkpoint, ey. Scheiße. Das ist eine Pause machen hier. Warte, ich muss mal, jetzt habe ich eine Idee, aber dafür muss ich jetzt noch mal mich zurücksetzen. Aua, oh. Aua. Nein! Ich möchte diesen Checkpoint so unglaublich gern. Okay, da ist er. So, jetzt mache ich den mir. Seite rein. Na, 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 na. Nein! Du verfickte Drecks. Lockel. Nee. Mir ist kein Schimpfwort eingefallen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Geräusch. Lobby. Wie findet ihr eigentlich Enten? Gar nicht, ich suche die nämlich nicht. Die sind nämlich überall. Was? Hier sind überall Enten. Ja. Und in die Stadt gibt es bei uns überall Enten. Ernsthaft? Ja. Jetzt vielleicht nicht mehr um die Jahreszeit, aber sonst sind überall Enten. Immer Enten, überall. Ja. Enten sind die buchstabierenden Tauben. Mir ist sogar mal eine Ente vors Auto geflogen. Dann hat sie es auch gestorben, verdient zu haben. Ich habe sie danach nicht wiedergefunden. Verdient, gestorben zu sein. Wahrscheinlich ist sie weitergeflogen, ich weiß es nicht. Aber die ist mir vorne so an den Kühlergrill oder was ist das, unterhalb des Kühlergrills so an die Stoßstange geflogen. So ein Idiot, ey. Voll doof, die. Oh, mein Controller ist gerade ausgegangen. Oh, scheiße, hast gemerkt, vibriert nicht mehr, ne? Nee, ich habe gerade das Windows-Geräusch gehört. Genau. Nee! Kann man jetzt bitte jemanden hier zu Ende machen? Weg. Ich bin dabei. Ja, ich spring auch weg. Teamarbeit.
Ja, ich habe die Idee gehabt, die nicht funktioniert. Gut, aber du hattest schon mal eine Idee. Das ist schon mal der erste Step. Jetzt juckt mein linker Ellbogen, ist kratzig. Oh, Basti, Fried kommt jetzt da doch ganz schön vorwärts. Ja, damit ist es jetzt aber auch vorbei. Und ich vorbei die Kabal. Es ist vorbei. Bye, bye, Fried vor laut. Es ist vorbei. Jupte. Du spieltest Cello. Neben Saal in meiner Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe. Immer in der ersten Reihe. Ambo klingt jetzt fair besoffen. Wenn du wüsstest, wie ich besoffen klinge, du. Oh, weiß das würde ich echt gerne mal, also nach den Geschichten, die ich gehört habe, würde ich das echt gerne mal mitkriegen. Moment, was hat sie? Moment mal, dann landet er aber am Ende mit dir im Bett. Was? Wacht hallo. Hallo. Was? Hallo. Was? Hallo. Es gibt keine Geschichten über mich. Viel geiler Fall. Du hast das hallo. Auf Twitter geschrieben. Als du letztens auf Twitter warst. Ach, da wo ich in Hamburg war? Da warst du besoffen, ne? Wo ich in Hamburg war, ja. Ja. Bin jetzt auf dem Fischmarkt. Ja, da war ich betrunken. Jetzt geh endlich mal ins Bett. Ja, das hast du geschrieben, hab ich gelesen. Nicht schon wieder. Doch, die Rückfahrt, ey, dass das immer so lange dauert, ey. Bist du da einfach spontan hingefahren? Oh Gott. Ja, nee, also ein Kumpel von mir, ne, und so. Mit dem bin ich da hin, weil seine Schwester wohnt da in Hamburg. Hast du denn eigentlich die Trulla noch kennengelernt, mit der du da dann anschließend? Was? Nein, Fred, nein. Hör auf. Fred, das ist nicht jetzt end. Das existiert alles nicht. Auf jeden Fall der Fischmarkt. Warte mal, du hast das getwittert. Nein! Ich weiß da selber nichts von. Also ignoriere ich das erstmal. Sagen wir nein. Was habe ich denn getwittert? Nee, was? Moment. Was? Ich habe doch keine auf dem Fischmarkt kennengelernt. Nee, vielleicht war das auch eine andere Gelegenheit. Ich wollte gerade sagen, nein, hören wir mal auf davon. Wenn ihr das selber twittert, könnt ihr lesen. Da, ich weiß da nichts von. Also schon, aber nichts davon. Also nichts davon. Das ist, vermischst du gerade was? Und ja, das kann auch sein, dass ich dich damit Asralta verwechsel. Ja, das auf jeden Fall. Machst du was? Auf jeden Fall bei der Rückfahrt. Auf den Reifen drauf. Auf der Rückfahrt in der S-Bahn halt auch, saß halt auch ein Kerl, der in der Ecke hat so ein bisschen vor sich hingedöst und hatte halt auch so eine Tüte mit Pflanzen dabei. Und du wusstest schon ganz genau, wie voll der ist, wenn der Pflanzen gekauft hat um die Uhrzeit. Und als wir dann ausgestiegen sind, habe ich ihn halt mal so geweckt. Ach, du meinst echte Pflanzen, ne? Ja, ja. Es hat einen kleinen Moment gedauert, nicht so, ne? Jetzt hat er auch einen Glas gedacht. Nee, der hatte tatsächlich so echte, so eine Tüte von Pflanzen. Kannst du auf dem Fischmarkt ja auch kaufen. So. Und du weißt ganz genau, wie voll der ist, wenn da jemand sich Pflanzen kauft. Naja, und dann habe ich ihn halt geweckt und er ist halt auch mit ausgestiegen und irgendwann hat er realisiert, dass er viel zu weit gefahren ist. Passiert, hat er wohl dabei. Aber ich wollte sagen, er hat seine Pflanzen. Eine Tüte voll mit Pflanzen. Was hast du gekauft? Nichts, Fischbrötchen, 2 Stück. Ah ja, stimmt. So ein Fischbrötchen. Oh! Ach, Fred ist ins Ziel gefahren. Und ein ACE-Drink. Ein ACE-Drink? Ja, ein ACE-Drink. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Hab ich früher immer viel getrunken. Ich hab's geschafft. Als ich noch jung war. Oh, hallo Basti. Gestern. Ach, ihr hängt da noch bei den Schienen, oder was? Ja. Die sind auch echt nicht leicht. Ich bin da mit Vollgas einfach hochgefahren. Und dann ein bisschen links und rechts und so. Ach, ihr seid bei den Schienen noch? Ja, die sind ja auch echt nicht leicht. Ich bin da einfach mit Vollgas nur durch Glück durch. Naja. Fred, können wir das alle mal bitte... Herzlichen Glückwunsch, Frau Miermaus. Gratulieren dir zu diesem Sieg. Eine Glanzleistung war natürlich genau nur deswegen, weil alle anderen nur Keyboard benutzt haben. Und der Rest war Glück. Schrammo möchte, glaube ich, an dieser Stelle noch eine Suchanfrage aufgeben. Ja, ich suche meinen Lottogewinn. Also falls du deinen Schrammos Lottogewinn gefunden hast, dann bitte melden. Ja, und dem Chiffre-Code bitte. Ja, bitte. Tschüss. So, gleich, ja. Tschüssi. Tschüss. Ich hoffe, wir hören irgendwann noch mal ein bisschen mehr Frauengeschichten von Schrammo. Das ist, glaube ich, es gibt keine.